wir jetzt mit dem Bus gefahren und sind dann bei der Busstation Eishöhle ausgestiegen. Und dann ging es auch gleich hier rapide, steil, aber richtig gleich nach oben. Gott sei Dank hier ist nur da noch ein bisschen Schatten. Wenn das jetzt in der prallen Sonne wäre, Halleluja. Da geht es wieder schön nach oben. Ich dachte, ihr überholt uns hier. Ich bin froh, wenn immer jemand vor mir ist. Richtig schweißtreibende Angelegenheit hier. Schöne Felswand, ja. Mega. Oh, der Schweiß ist durch den Wind so kalt. Okay, 1225 Höhenmeter, Absturzgefahr. Schneebedecktes Gebirge. Ah ja. Aber irgendwie. Ja. Die Hütte sehe ich nicht, noch 300 Meter. Ah, aber dafür sehe ich diese Höhle da oben. Das ist die Annette. Bin ich mal gespannt, wie steil das wird. So, ich vermute, das ist nicht das Gipfelkreuz. Selfie. Das hat schon eine Krankheit. Ja, passt schon, passt schon. Wie geht's dir? Ja, mir ist gut aus. Ja, ja. So dermaßen. Ja, keine Ahnung. Werde ich sehen, dann bin ich dann runter. Bleib mal ganz kurz stehen. War schon imposant. Da geht mir dann die Pumpe, wenn ich das sehe. Okay.
Geh schon mal, alles gut. Alles gut, ich warte. Nee. Ach ja. So, wie man sieht, ist hier überall Geröll. Und es bewegt sich auch noch. Ist natürlich nice beim Laufen. Ihr wart nee. In Eishöhle, ne? Nee, ihr wart nicht. Ich glaube, dann wäre ich gestorben. Das war doch schön. Ja? Ja. Stehst du auf Eis, ja. Echt? Ja. Okay. Also wenn ihr Zeit habt, geht nochmal runter. Nee, ich bin froh, dass ich hochgekommen bin. Ich habe ja Höhenangst. Oh, okay. Ja. Dann ist, glaube ich, auch die Höhle nichts, ne? Doch. Doch? Ja, ja, die ist harmlos. Ja, okay. Ah. Also gehst du schon auch runter und es ist rutschig auch ein bisschen. Ja, aber ich denke, ich meine, die Tour an sich, die war echt jetzt schön, aber das letzte Stück hat mir alles versaut. Das, ja. Da habe ich echt gedacht, Alter, das geht oben mal gar nicht. Also wenn du oben bist, oben dann zum Hochturm. Haben sie auch schon gesagt. Das oben ist echt, hallo. Ja, hier. Oben ist echt schön. Eigentlich müsst ihr dann noch auf den Hochturm noch mal kurz ein Stück hoch. Na, das wird sie dann tun, ich wahrscheinlich nicht. Muss man noch mal hoch, ja. Warte ich schon hier? Ich bin die Tour schon mal rückwärts, also andersrum gelaufen. Okay. Deswegen. Aber so rum ist einfacher. Ja. So rum ist einfacher. Außer am Steuerhaus, da geht es dann nochmal. Ja, ich denke mir auch gerade, wenn man das ganze Stück runterlaufen muss, das ist schon heftig. Ja, gerade ist bei der Toni Lenz Hütte das runter, das ist halt nicht so angenehm. Aber das kommt beim Steuerhaus dann auch nochmal ein kurzes Stück. Ja. Aber das geht alles. Ja. Das so rum ist einfacher. Ja. Ah, ja. Okay. Aber dann Respekt. Ja. Dann ist auch die Steuer aus. Aber wie der Stock da runter gerasselt ist, ne? Geil. Ja, das letzte Stück, der war eh schon demoliert und dann macht er die Fliege. Boden auf einmal. Interessant. Puh. Alter Schwede. Oh, wie ist noch lose hier. Weiß man noch nicht, was sich da dran zieht. Wenn ich gleich abbricht, die sind total trocken. Ja, das sind gut verdiente 1800 Höhenmeter. Der Schnee liegt immer noch da. Ja, das stimmt. Kaiserschmarrn. Das hat einfach kein Ende. Das ist eine never ending story hier wieder. Und ich sehe schon da vorne. Boah, liegt Schnee. Mal Winke-Winke machen. Eibeinschnee? Ja. Oh, da, guck mal, das Gipfelkreuz. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja schön. Es war alles schön hier. Oh, oh mein Gott. Deswegen sind wir jetzt hier hochgelaufen, oder was? Dass wir jetzt verarschen, oder? Weißt du, was ich schön finde? Dass hier kein Abgrund ist. Das finde ich wundervoll.
wollt, zum Gipfelkreuz. Man will oder nicht. Okay, das ist die Seilbahn. Okay, und wie fühlt's dich? Eiskalt. Eiskalt.